Wir sprechen heute wieder über festes Shampoo. Dieses Mal ist Waldnebel von Ponyhütchen dran. Und wie mir dieses feste Shampoo gefallen hat, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute geht es wieder um festes Shampoo. Ich habe ja eine kleine Reihe diesbezüglich und ich möchte dir an der Stelle mal meinen Ordner hier reinpacken. Und da habe ich nämlich schon ein paar feste Shampoos vorgestellt. Vielleicht ist da ja was für dich dabei, falls das jetzt nichts ist. Aber hör erstmal zu, weil ich habe hier nämlich noch eins übrig. Und das heißt, ich verlose etwas, aber so viel erst zum Ende des Videos. Ich habe jetzt dieses Shampoo 4 Wochen lang verwendet, um einfach mal zu gucken, ja, wie läuft es so damit? Und wenn man das so anfasst, dann ist es recht pflegend schon, ja. Also nichts, was irgendwie austrocknet oder so, sondern es ist wirklich richtig pflegend. Und ich weiß vom Ponyhütchen eben, dass hier halt wirklich hochwertige Produkte verwendet werden. Schon beim ersten Mal, als ich das Produkt aufgetragen habe, war das für mich so ein... Jeder, der Schuppen hat, jeder, der eine gereizte Kopfhaut hat, der weiß, von was ich rede. Wenn du dann deine Haare wäschst und durch dieses Produkt halt wirklich so alle Spannungen von der Kopfhaut weggehen und dieser Juckreiz auf einmal weg ist, wow. Es hält halt jetzt nicht die ganze Woche an. Das muss ich an der Stelle auch sagen. Also für Menschen wie mich, die jetzt eine Woche, also nur wöchentlich die Haare waschen, da hält die Wirkung halt wirklich nicht an. Also da müsste man eventuell noch häufiger waschen. Der Geruch von diesem Produkt ist relativ stark. Also für Frauen, die damit ein Problem haben, ein Produkt zu verwenden, das relativ männlich riecht, da ist es vielleicht nichts. Weil es ist ein männlicher Duft, das ist so ein sehr herber, ich würde jetzt mal sagen, Rasierwasserduft. Also ich finde, es riecht echt gut, aber es riecht halt stark. In den Haaren riecht man nichts davon, das definitiv nicht. Die Menge soll ausreichend sein wie 2 Flaschen Shampoo. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe, wie gesagt, 4-mal gewaschen. Viel fehlt nicht von dem Produkt, das ist halt hier so eine Wölbung jetzt drin. Vorher war das halt schon grad, weil wenn man das halt eben auf die Kopfhaut direkt aufträgt, dann nützt sich das in der Mitte halt eher so ab. Ich versuche dann immer schon so ein bisschen vom Rand zu nehmen, dass nicht irgendwann mal das Shampoo durchbricht. Aber das sind so kleine Nerd-Sachen, die man sich einfach mit der Zeit angewöhnt. Beim festen Shampoo ist es einfach so, wenn du das nicht gewöhnt bist, wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit schon herkömmliches Shampoo verwendet hast und jetzt auf so eins umsteigen möchtest, du wirst am Anfang Probleme haben. Also zum einen Haare technisch, zum anderen Kopfhaut technisch kann es sogar sein, dass es ein bisschen schlimmer wird. Also die Kopfhaut muss sich da erstmal dran gewöhnen und zusätzlich entgiftet man auch eben durch die Kopfhaut. Und wenn du halt da ständig Chemikalien draufgepackt hast, eben durch das Shampoo, durch eventuell andere Mittel, die du dir irgendwie in die Haare gibst, dann lässt die Kopfhaut das erstmal los. Man merkt hier auf jeden Fall, dass man hier einfach ein Produkt hat, das voller guter Stoffe ist, weil man eben diesen Effekt hat. Ich weiß, irgendeine Shampoo-Marke hat mal damit Werbung gemacht, ich glaube Herbal Essences oder so, aber hier hast du es wirklich dann. Es schäumt unwahrscheinlich gut, also es ist dann auch gut fürs Köpfchen, obwohl der Schaum nichts mit der Reinigungswirkung zu tun hat. Also es ist, wie schon erwähnt, für Menschen wie mich, ich brauche Schaum. Ich habe schon gemerkt, wenn mein Produkt nicht schäumt, dann gefällt mir das nicht so, aber dieses Produkt schäumt echt gut und es reinigt. Also die Haare sind hinterher richtig quietschsauber. Also wenn man wäscht und schon beim ersten Mal den Schaum runterwäscht, sie sind wirklich richtig, richtig quietschsauber, ohne dass sie ausgetrocknet sind. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Die Verpackung, und das ist vielleicht auch wichtig, ist plastikfrei. Also sie kommt so bei dir an, außer eben der Aufkleber, und der Aufkleber auf der anderen Seite ist nichts dran, was irgendwie, das ist Papier hier,
Und ich habe dir das Papierchen eben extra aufgehoben, weil ich eben deine Seife nicht, Seife ist falsch, festes Shampoo, dein festes Shampoo eben nicht vor der Kamera auspacken sollte. So kommt es eben hier an und ist halt echt wie früher so eine Seife verpackt. Früher gab es in den 60ern gab es immer diese Seifen, die so ganz stark auch gerochen haben und so. Und die waren dann auch immer so verpackt. Auch in den 80ern, 90ern hat man das noch bekommen, irgendwie so. Dann war es eine Zeit lang modern. Und ich fand das total hübsch, die Verpackung, als ich das endlich mal wieder so gesehen habe in dem Stil. Vielleicht ist es ein Nachteil, dass dieses Produkt so groß ist. Das ist immer so eine Sache. Vielleicht ist es jetzt für die Henrike auch ein kleiner Anreiz, vielleicht auch mal Probegrößen anzubieten. Weil gerade bei festem Shampoo ist es so, du musst dich erstmal ausprobieren. Das fand ich bei Sauberkunst übrigens auch nicht schlecht. Das Video findest du auch unter dem i, dass Sauberkunst einfach hergeht und Proben verkauft. Weil das macht echt am allermeisten Sinn, bevor du dir eben so ein großes Produkt, was 10 Euro kostet, besorgst. Da bringen dir nämlich auch nichts die Angaben, dass es für, also dass zwei Flaschen lang funktioniert oder reicht, bringen dir solche Angaben auch nichts, wenn du das nach 2, 3, 4 Mal bemerkst, dass das einfach gar nicht funktioniert. Also an der Stelle wäre vielleicht, wie gesagt, für das Ponyhütchen, für die Henrike vielleicht ein Thema, auch Probegrößen anzubieten. Diese Shampoos, weil sie eben so gut sind, sind fast immer ausverkauft. Also ich habe jetzt auch in den Online-Shop reingeguckt, keins da. Also man kann es vorbestellen. Und wenn du es vorbestellst, dann kriegst du es natürlich auch recht zügig zugeschickt. Ja. Ich selbst habe schuppiges Haar. Ich wasche meine Haare einmal pro Woche. Mit dem Shampoo war das einfach richtig großartig. Ich konnte bis zu einer Woche einfach, da war gar nichts. Ich habe keine fettigen Haare bekommen, nichts. Es ist natürlich klar, dass wenn du jeden Tag deine Haare wäschst, dass du eben deine Kopfhaut auch austrocknest. Und das ist eben der gegenteilige Effekt. Wenn du deine Kopfhaut austrocknest, dann fettet die auch umso stärker nach, weil die Haut möchte sich natürlich auch schützen, eben auch da, wo deine Haare sind. Und da ist es eben wichtig, dass du erstmal von scharfen Produkten weggehst, eben dann so ein Produkt verwendest und vielleicht kriegst du es irgendwann mal hin, jeden zweiten Tag deine Haare zu waschen. Du musst es jetzt nicht so machen wie bei mir, dass ich es halt nur einmal pro Woche mache. Das hat bei mir auch wirklich lange Zeit gedauert, bis ich diesen Rhythmus drauf hatte. Vorher habe ich dann nämlich auch ziemlich fettige Haare gehabt. Aber das hat eben immer mit dem Shampoo zusammengehangen und was ich eben auch mir in die Haare gegeben habe. Und da bin ich jetzt ganz froh, dass es eigentlich ganz gut klappt. Muss eben darauf achten, dass ich keine Produkte verwende, wo unwahrscheinlich viel Öle enthalten sind. Und das haben wir hier eben nicht. Also es ist wirklich großartig. Kommen wir zum Gewinnspiel. Ich habe hier ein Produkt, das ich natürlich loswerden möchte. Das ist für dich. Das ist ein Schuppenshampoo, das ist Waldnebel. Und was du dafür tun musst, ist, du schreibst mir unten einen Kommentar, hinterlässt mir einen Kommentar und schreibst in diesen Kommentar hinein, was du bis jetzt an Haarpflegeprodukten verwendet hast, ob das vielleicht dein erstes festes Shampoo ist oder ob du bereits schon andere feste Shampoos getestet hast. Davon kann ich nämlich zehren sozusagen und schon bist du im Lostopf drin. Das Ganze soll bis Ende der Woche gehen, Sonntag 23.59 Uhr. Das Datum werde ich dir auch nochmals unten in die Infobox reinpacken. Und ich freue mich auf deinen Kommentar, sobald du eben hier unten einen Kommentar hinterlässt mit deinen Erfahrungen, die du bis jetzt mit festen Shampoos gemacht hast oder welche Produkte du bis jetzt verwendet hast. Schon bist du im Lostopf drin. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.